Hallo und herzlich willkommen zu Mr. Luke zockt F1 Manager 22. Heute mit dem 10. Grand Prix in der Saison. Silverstone Circuit steht bevor. Ja, ich glaube, wir haben aktuell eigentlich nichts mehr großartig zu tun. Wir checken mal gerade so ein bisschen hier noch irgendwelche Ausbausachen. Nee, ich will eigentlich auf was Größeres sparen. Von daher, gut, wir können vielleicht ein bisschen Kleinkram hier noch upgraden, was nicht so viel Geld kostet. Na gut. Sind aber auch alles ein paar Millionchen. Ja, der Hubschrauberlandeplatz. Ich glaube, das zahlt sich wahrscheinlich mittelfristig wieder aus. Deswegen nehme ich hier mal gerade die billigen Sachen eben mit. Und wir gehen rein ins nächste Rennwochenende. Wie das natürlich klischeehaft so üblich ist für Großbritannien, wird es regnen. An jedem Tag, mal mehr, mal weniger. Aber da können wir uns auf ein ja wahrscheinlich interessantes Rennen, was die Strategien anbelangt, gefasst machen. Irgendwie habe ich gerade leider verpasst, die Ziele einzustellen, aber ich war auf dem Bildschirm. Ja, keine Ahnung, nevermind. Ich hatte nur im Kopf, dass ich bei Yuki ein bisschen vorsichtiger rangehen sollte, weil er hat beim letzten Mal nicht so ganz geklappt. Hier seht ihr die Wetteraussichten. Ist auch egal. Wir versuchen einfach unser Bestes zu geben. Starten mit Intermediates ins Training. Jo, ich habe endlich seit Ewigkeit mal wieder hingekriegt, den Leistungsbonus hier auf 15 hochzubringen. Setup-Vertrauen 96 bei Pierre Gasly. War echt ziemlich schwierig, muss ich sagen. Keine Ahnung, woran das letzt lag. Immerhin konnten die Fahrer im dritten Training jetzt auch nochmal mit trockenen Reifen fahren. 6 und 14, davor hatten wir 7 und 13, beziehungsweise 7 und 12. So im ersten Training auch mit Softs, wobei da im Menü vorher Intermediates waren, also da hat es auch meistens geregnet. Startstrafe, okay. Wahrscheinlich, weil irgendwie im Training was passiert ist, nehme ich an. Okay, das ist das erste Mal, dass uns das passiert. Der Motor hat jetzt auch ein Ausrufezeichen. Ja, ich würde ja gerne einfach für Lau einen neuen bestellen. Das ist irgendwie doof, dass das nicht geht, bevor man nicht den anderen wenigstens ein bisschen angebraucht hat. Aber naja, egal. Dann gebe ich dem jetzt einfach mal zum Qualifying hin komplett neue Teile. Bei Yuki ist das alles noch soweit in Ordnung. Und wir gehen rein ins Q1. Ja, das Wetter ist sehr unbeständig. Von daher gehen wir direkt mal raus auf die Strecke. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen Traffic, aber wir müssen es natürlich, ich sag mal, riskieren, da man sich nie sicher sein kann. Jawohl, wir haben keinen Traffic. Nice. Dass die Bedingungen trocken bleiben. Von daher machen wir erst schon mal eine Runde. Und das, was wir haben, das haben wir. Denn es wird, ja, And some drop of rain. jetzt anfangen zu regnen. Sehr gut für uns gelaufen. Mal gucken, ob es nachher noch trockener wird, sonst brauchen wir eigentlich gar nicht nochmal rausfahren. Also laut Prognose ganz zum Ende geht es nochmal runter, aber ganz ehrlich, da wird man trotzdem keine schnelleren Zeiten mehr hinlegen können als ganz am Anfang. Von daher können wir uns, glaube ich, das Ganze sparen. Der Regen hat jetzt aufgehört, es nimmt ab. Nö, ich fahre aber nicht nochmal raus. Denn wir haben jetzt. Na gut, vielleicht habe ich mich ein bisschen vergambelt, aber ich gehe das Risiko ein. Wir haben immer noch 0,8, wo die meisten auf der Strecke sind. Und wir sind gerade aktuell auf Platz 2 und 4. Und wir sehen, hier gibt es natürlich jetzt nochmal einige Verbesserungen. Ist klar, weil die meisten vorher nur mit Intermediates unterwegs waren. Die nicht so früh dran waren, aber wir kommen easy durch. Also von daher gar kein Problem. Ja, auch niemand, der überraschend ausscheidet. Vielleicht ein bisschen Lando Norris, aber. Mal Daniel Ricciardo Siebter ist, okay, ja, das ist vielleicht ein bisschen sehr überraschend. Wobei die natürlich vor dem letzten Rennen auch eher unten angesiedelt waren. So, in Q2 soll es jetzt nicht regnen. 40% Regenwahrscheinlichkeit. Von daher wahrscheinlich wohl ein ganz normales Qualifying. Wir gehen direkt aber schon mal wieder raus auf Softreifen mit den beiden. Ah, Alonso könnte uns vielleicht aufhalten. Ja, wird er leider auch. Ich glaube, Tsunodas Runde war jetzt nicht compromised, ne, weil es eben nasse Bedingungen waren. Gab's. Das macht aber gar keinen Sinn eigentlich. Ich bin doch auf Softs rausgefahren. Auf jeden Fall habe ich gerade nur zwei Reifensätze.
Müsste nicht eigentlich in Q2 schon Dritter möglich sein? Ja, kommt mir auf jeden Fall anders vor. Ich habe jetzt keine 100% Reifen mehr zur Verfügung. Ich hoffe mal, Yuki schafft es auch so. Wir drehen hier mal onboard mit ihm eine Runde, schauen uns das Ganze nochmal an. Ja, man sieht schon auch noch Tropfen auf der Kamera und es ist, ja, bewölkt. Also ich bin mal gespannt, wie das Rennen morgen verlaufen wird. Da habe ich jetzt auch schon wieder Angst, vor allem nach dem letzten Rennen. Wochenende, wie das mit den ganzen Crashes da gelaufen ist. Stimmt, ich darf nicht vergessen, dass Pierre Gasly ja eine Gridstrafe, warum auch immer, bekommen hat. Von 3 Plätzen. Der startet also weiter hinten. Naja, in jedem Fall wird das vielleicht hier eine ziemliche Lotterie und ein actionreiches Rennen durch den Regen. So, in Q2 sind wir jetzt. Erstmal, wenn auch knapp, aber mit beiden Autos durch. Also Yuki Tsunoda endlich mal in Q3. Denn der kommt hier als Zehnter rein, wenn auch knapp vor Bottas. Okay, Bottas diesmal sogar in Q2 ausgeschieden. Dafür haben wir heute wieder Alpine, die weiter vorne sind als die Alphas. Und auch Haas ist wieder deutlich langsamer auf dieser Strecke. Das Wetter in Q3 sieht gut aus. Deshalb brauchte ich jetzt nicht am Anfang der Session unbedingt eine Zeit. Hier in den Asphalt brennen. Wir fahren nur eine Hot Lap ganz am Ende der dritten Session, sodass wir uns auch noch ein bisschen, ja, sag ich mal, Reifenkapazität aufsparen. Wer weiß, ob wir die brauchen. Ich weiß gerade nicht mehr, ob für morgen Starkregen gemeldet war. Vielleicht brauchen wir die auch einfach gar nicht. Naja, ich habe jetzt auf jeden Fall 100% Softs drauf. Von daher haben wir jetzt dadurch irgendwie keinen Verlust. Aber es muss halt dann natürlich in der einen Runde sitzen. Bei Pierre sah das ganz gut aus. Yuki kommt rein, bleibt Zehnter. Ja, das konnte man ehrlich gesagt auch so erwarten. Mal gucken, ob die Alpine uns hier noch überholen können. Ne, bleibt alles wie gehabt. Somit P6 und 10. Gasly startet wahrscheinlich dann von 9. Aber kommt natürlich darauf an, ob auch andere noch Strafen gekriegt haben. Wundert mich, dass das jetzt hier gar nicht angezeigt wird. Sonst sehe ich doch eigentlich so ein Ausrufezeichen. So, Positionsgewinn. Habe ich zuletzt gar nicht dran gedacht. Machen wir heute mal einen Platz für beide Leute. Warum nicht? Ah, Qualifying-Glücksträhne hatte ich sogar nur einen Fahrer in die Top 10. Da dachte ich beim letzten Mal, ich hatte irgendwie zwei Fahrer Top 15 genommen und hatte davon gesprochen, dass Yuki da schon verkackt hat. Aber nee, da war ich auf dem falschen Dampfer. Es wird erstmal Medium vorgeschlagen. Also es regnet noch nicht zu Beginn, aber es ist eigentlich starker Regen gemeldet. Okay, gucken wir uns mal hier oben die Voraussicht an. Ja, erst aber so richtig ab der Hälfte des Rennens. Das heißt, davor ist die Wahrscheinlichkeit für Regen sehr, sehr gering. Sobald es dann aber einmal regnet, werden wir sicherlich bis zum Ende mit wahrscheinlich auch Full Wets fahren. So, ist die Frage, was wir bis dahin machen. Fahren wir auf Medium? Wenn wir hier mal einstellen, dass wir komplett aggressiv fahren, wird es natürlich kritisch in Richtung ja, Runde 25, sobald es anfangen soll zu regnen. Auf einem aggressiven Level, ja, ich denke, das geht. Also Medium sollte wohl die richtige Wahl sein. Kraftstoff können wir auch definitiv weniger mitnehmen. Ich gamble hier mal auf 2 Runden. Denn es wird regnen und Safety Car könnte es natürlich dann auch geben bei solchen Witterungsbedingungen erst recht. So, das sind die Strategien. Wir starten von 8 und 9. Okay, also doch nicht von 9 und 10. Da hat sich noch ein bisschen was getan. Beide mit Medium, beide pushen ein bisschen. Gerade am Anfang etwas weniger Sprit. Und dann gucken wir mal bis zur Hälfte, dass das gut läuft. Bevor es dann anfängt zu regnen. Momentan sieht das ja noch sehr schön hier aus mit der Sonne. Und Lights off and away we go. Abfahrt. Wir gehen mal on board mit Yuki hier mit. So sieht das Ganze gerade aus. Ja, Spritdefizit nicht von beirren lassen. Denn das wird schon nachher wieder werden, hoffe ich mal. Jawohl. Hier sticht er jetzt gerade an Alonso, ne, Ocon und sogar an Russell vorbei. Während Yuki, ach du Scheiße, gerade von Alonso überholt wurde und gerade richtig hart gebremst hat. Er hat hier mächtig am Boden leider verloren. Also die zwei Positionen aufgeholt. Ja, das haben wir gesehen. Der ist jetzt direkt am Heckflügel von Lewis Hamilton dran.
Eher hätte mich jetzt interessiert, was mit Yuki da hinten passiert ist. Aber vielleicht kann er jetzt auch gleich zurückschlagen. Er versucht es jetzt so ein bisschen hier auf der Hunger Strait, ist es, glaube ich. Aber na, wird jetzt auch nicht so wirklich was. Pace-technisch sind wir definitiv schneller als Alfa Romeo. Guanyu Zhou ist schon eine Sekunde zurück. Da könnten wir das Feld schon mal splitten. Und ja, Yuki ist, glaube ich, also unser Auto müsste auch schneller sein als die Alpine. Von daher fände ich schon schön, wenn der Richtung Russell und Gasly da vorne hinkäme. Geben wir Yuki jetzt mal hier Overtake auf Start-Ziel und gucken mal. Ja, komm, Junge, Alonso solltest du dir doch jetzt eigentlich hier snacken. Jawohl, er geht da links innen vorbei. Jetzt Ocon, zack, direkt der nächste. Nice one. Ja, weiter pushen. Ran ans Hinterrad von George Russell. Alter, Russell hat mächtig Boden verloren auf die Gruppe Hamilton und Co. Während wir jetzt gerade Yuki verfolgt haben, ist Pierre einfach mal, es ist aber auch so ein Tier, bis auf Platz 4 nach vorne gefahren. Ist hier gerade im Sandwich zwischen den beiden Red Bull. Wir können hier eigentlich mal wieder auf neutral stellen und auch die Reifen etwas schonen. Das heißt, nicht mehr komplett angreifen. Yuki Tsunoda, ja, versucht sich jetzt hier ins DRS-Fenster von George Russell zu pushen und währenddessen natürlich möglichst die Alpine abzuhängen. Yuki Tsunoda, ja, mit dem hat das jetzt super geklappt. Der ist dran an Russell. Eigentlich können wir hier jetzt mal. Ja, wir sind schneller als er. Auch wenn er den jetzt gerade überholt, kann Russell gerne eigentlich wieder an uns vorbeigehen. Hat er jetzt hier DRS? Okay, das war jetzt nicht so geschickt. Wir müssen da mal wieder kurz ranfahren. Das ist blöd gelaufen. Wir waren auf jeden Fall dran und hatten nach zu Ocon über eine Sekunde. Wollte eigentlich erst hinter Russell bleiben, bisschen Ressourcen wieder regenerieren und dann vorbeigehen. Alter, Pierre Gasly schießt gerade auch an Verstappen vorbei, ist also auf Platz 3. Da wurde jetzt leider auch keine Wiederholung angeboten, außer ich habe das komplett übersehen. Aber ja, mit dem gehe ich hier auch ein bisschen runter. Weil wir vielleicht. Ja, können wir mit Ferrari mitfahren? Das wäre ja absolut geisteskrank. Jetzt wird Verstappen doch wohl erstmal mit DRS gleich vorbeigehen. So, Yuki ist jetzt an Russell dran. Nimmt jetzt erstmal wieder hier ein bisschen raus mit dem Pushen und kann sich hoffentlich so im DRS-Fenster jetzt halten. Bei Alpine hat sich jetzt Folgendes ergeben. Alonso ist weg vom Fenster, sage ich mal. 3 Sekunden zurück, sogar hinter Ocon. Wie auch immer das passiert ist. Und Ocon hat mehr Pace, der ist jetzt direkt an Yuki Tsunoda dran. So, Pierre Gasly fährt jetzt erstmal hinter Red Bull hinterher. Er ist neutral. Sprit, ja, müssen wir natürlich im Auge behalten. Da gamble ich aber drauf, dass es in der zweiten Rennhälfte da besser wird. Reifen sind soweit in Ordnung, glaube ich, erstmal auf dem aggressiven Stand. Stroll blockiert. Jo. Aber kein Problem. Ah, es geht schon wieder los. Ja, gleiche Stelle, anderer Fahrer. Es war Pierre Gasly. Pierre Gasly jetzt hinter Hamilton zurückgefallen. Tsunoda wurde in der Zwischenzeit von Ocon überholt. Yuki, egal, dann Yuki, du musst pushen. Warum? Scheiße Rückgewinnung. Okay, das war auch dumm. Ja, mit Pierre Gasly ist halt die Frage. Pushen wir wieder, um an Hamilton ranzukommen? Es besteht aber die Gefahr, dass er dann wieder irgendwie was in Sand setzt. Ich meine, P6 ist natürlich ein gutes Ergebnis. Ich versuche aber mit ihm jetzt mal ein bisschen zu pushen hier. So, Yuki Tsunoda verfolgen wir jetzt hier mal, wie er hoffentlich wieder an Ocon und Russell rankommt. Ja, relativ komfortabel. Das hatte ich. Nice. Das heißt, hatte ich einfach nicht so auf dem Schirm, muss ich gestehen. Ich wollte halt sparen, bis das ERS voll ist und dann vorbeigehen. Stellen wir mal auf neutral, bleiben erstmal hier. Gucken, was macht Pierre. Der verbraucht halt Ressourcen. Ja,
kommt, glaube ich, nicht hier ran, weil Hamilton und Verstappen natürlich auch DRS haben von Perez. Und Russell hat keinen. Ja, wahrscheinlich sollte ich dann einfach erstmal mit P6 hier zufrieden sein, bevor wir das wieder wegwerfen. Denn auch wenn ich pushe, da kommen wir nicht ran. Da kommen wir nicht ran. Lance Stroll. Was? Wieder blockierende Reifen. Schon wieder in der gleichen Kurve. Aber es ist wieder nichts passiert. Ich hoffe, es gibt jetzt nicht genau ein Déjà-vu, dass jetzt wenige Sekunden später es wieder Gasly erwischt. Was die Reifen anbelangt, sind ja bis auf vier Fahrer alle auf Medium gestartet. Die Abnutzung bei mir ist ja schon merklich höher als bei denen, weil ich hier mehr gepusht habe. Ich denke aber, in Richtung Regen sollte das trotzdem in Ordnung sein. Ja, hier ab Runde 25 geht's hoch und dann kann man direkt auf Wets gehen und bis zum Ende durchfahren, sofern die Vorhersage stimmt. Ach du Schande. Die KI ist aber dumm und fährt bei knapp 60% in die Box. Ja gut, ich beschwere mich jetzt nicht darüber, aber es ist natürlich jetzt nicht so logisch, wenn man davon ausgeht, dass es in wahrscheinlich 7 Runden nass sein wird. Und wechseln auf harte Reifen. Ja, das macht halt gar keinen Sinn, ne? So ehrlich muss man ja schon sein und das ansprechen, dass das jetzt nicht unbedingt der sinnvollste Move ist. Was hat sich dadurch ergeben? Yuki Tsunoda hinter Russell. Ja, da können wir uns, glaube ich, erstmal ganz gut mitziehen lassen. Gasly aktuell auf P3, aber ja, so ziemlich im Niemandsland, was vorne und hinten anbelangt. Auch Leclerc ist jetzt in der Box, der kommt auch hinter Gasly wieder raus. Bei Gasly ist aktuell der Treibstoff ein bisschen das Problem. Bei Yuki Tsunoda sieht man schon, wenn man anderen hinterherfährt, sich das bislang hier schon wieder ausgeglichen. Da kämen wir damit easy bis zum Ende. Ja, wir sind jetzt hier in einem schönen DRS-Train hinter den beiden Ferrari und George Russell. Theoretisch könnten wir natürlich, dadurch, dass wir, ja, was heißt, die schnelleren Reifen haben, gut will ich gar nicht sagen, aber schon noch ein bisschen Kapazitäten, könnten wir schon nochmal jetzt die letzten Runden pushen, um ein bisschen Zeit rauszufahren, gerade mit Pierre Gasly. Das sollte ich eigentlich machen. Allzu viel Kapazität hat er jetzt nicht mehr, aber. Ja, wobei, ich glaube, ich muss mich da wahrscheinlich revidieren. Wir müssen natürlich auch noch 5 Runden damit auskommen. Ah, vielleicht so ein, zwei Runden könnte ich nochmal richtig pushen. So sieht es aktuell bei den Reifen aus. Aber ob jetzt dann, ich sag mal, so ein Medium auf 45% besser ist als ein harter Reifen auf 90 oder über 90, weiß ich auch nicht unbedingt. Zumal Pierre Gasly halt, kein Windschatten, kein DRS, hat auch nicht viel ERS. So, nasses Wetter vorhergesagt. Rain in the Pit Lane hat jetzt gerade der Renningenieur gesagt. Aktuell sehe ich da jetzt noch nichts so von. Ja, solange es geht, Burchard, Burchard. pushe ich jetzt mal mit Pierre Gasly hart. Aber sobald ich die ersten Tropfen sehe, mache ich das natürlich nicht mehr. Let's lift off, please. Aber mit Yuki pushen wir jetzt auch mal. Ja, an George Russell können wir vielleicht vorbeikommen. Vielleicht können wir uns auch vor die beiden Ferrari setzen zur Not. Sag ich mal, bevor wir dann gleich alle wahrscheinlich in der gleichen Runde oder vielleicht eine Runde zeitversetzt in die Box fahren. Hat einen Platz aufgeholt. Das natürlich auf Dauer zu halten wäre schwierig. Aber geil. Jo, wir haben mal eben Russell hier stehen lassen. Und sind jetzt dran an Ferrari. Sergio Perez fährt jetzt rein. Ist der bislang. Er ist noch gar nicht reingefahren, ne? Das ist natürlich. Ja. Ich meine, grundsätzlich, ich mag ja das Spiel und ich habe ja auch in einem Video gesagt, was ich gut und was ich schlecht finde. Falls ihr das nicht gesehen habt, könnt ihr das ja gerne nochmal nachholen. Need to drop the base. Aber, Ja. ja, die KI ist, gerade was das jetzt anbelangt, mit der Wettervorhersicht. Nicht wirklich clever, das muss man ja schon sagen. Denn dass Sergio Perez jetzt reinfährt, wenn er noch 2 Runden länger draußen bleibt, kann er dann auf Intermediates oder Wets gehen. Wahrscheinlich wird die KI auch erst auf Intermediates gehen, um nochmal reinzufahren, um dann auf Wets zu gehen. Also ist halt alles unnötig. Und jetzt ist er einfach auf harte Reifen gegangen.
in Runde 23. Yuki Tsunoda überholt jetzt hier Charles Leclerc. Voll nice. Schön im Sandwich zwischen den beiden Ferrari. George Russell, ja, ist der weit genug weg? Ich glaube, der ist wieder ein bisschen rangekommen. Ja, ist also auch wieder im DRS-Bereich. So, sieht so aus, als ob nasses Wetter kommt. Yo, jetzt regnet es. Ja, mit Pierre haben wir eh die Pitlane-Einfahrt verpasst. George Russell fährt rein. Scheiße, mit Tsunoda auch. Ja gut, dann ist das halt so. Dann werden wir nächste Runde double-stacken. Ist jetzt, glaube ich, nicht so schlimm. Aber ich sollte mit den Reifen nicht mehr pushen. Nicht, dass wir hier einen Unfall provozieren. Und wir gehen natürlich direkt auf Full Wets. George Russell hat harte Reifen. Guan Yu Zhou fährt noch an die Box, ne? Ja. Ja, wahrscheinlich war der Boxenstopp von Russell vorher. Ist das ein Bug oder ist das euer Scheiß Ernst? Ist das jetzt euer Ernst? Oh, das hat Medium. Das ist doch ein Bug, oder? Achso, Bottas fährt jetzt gerade noch rein. Sorry, aber George Russell. Ne, George Russell ist auf harten. Ich habe mich schon gewundert, dass die KI so schnell reagiert. Wir waren ja gerade bei der Boxeneinfahrt, beziehungsweise daran so vorbei. Russell hätte noch reinfahren können. Warum gehen die alle auf hart? Oh mein Gott. Ich meine, ja, das ist jetzt gut für uns, aber das ist halt voll unrealistisch. Das ist so dumm. Ja, Pierre Gasly ist ja aktuell Führender des Grand Prix, weil er noch nicht in die Box gefahren ist. Und, wird das jetzt auch erstmal bleiben? Denn wir fahren als Erster rein, wechseln auf Wets. Leclerc fährt weiter, obwohl hier gleich 4 mm sind. Wollt ihr mich verarschen? Also, das kann ja halt auch nicht sein Ernst sein. Okay, da sieht man schon, da sind Wets drauf. Ja, es sind nasse Bedingungen. Also da sollte eigentlich auch keiner mehr mit Intermediates rausfahren. Das wäre halt auch selten dämlich. Perez fährt auch weiter auf harten Reifen. Ihr seid doch alle nicht ganz dicht. Ja, den sollten wir natürlich mit Pierre jetzt wieder easy überholen. Alter, ist der langsam. Fahr vorbei. Fahr doch vorbei. Fahr doch vorbei. Oh mein Gott. Das hat uns gerade richtig Zeit gekostet. So, Yuki auf Platz 5. Ja, jetzt gibt es hier natürlich ein wildes Spielchen. Alle fahren nochmal in die Box rein, die es eben verpeilt haben. Und so sieht das Ganze dann bereinigt aus. Ja, es gibt aber auch manche, die so dumm sind. Harris ist doch jetzt schon zweimal in die Box gefahren und hat sich dann sogar Intermediates geholt. Okay, muss man nicht verstehen. Ja, Gasly auf Platz 1. Carlos Sainz kommt aber näher ran. Der hat eine bessere Pace als wir. Ja, und Yuki Tsunoda aktuell auf Platz 3. Also einfach jetzt ganz gechillt, sag ich mal, fahren, nichts riskieren und dann werden wir ganz weit vorne reinkommen wahrscheinlich, denn ja, ich sag mal, so viel werden hier wahrscheinlich Leclerc und die beiden Red Bull heute nicht mehr aufholen, wenn wir keine Fehler machen. Carlos Sainz ist jetzt direkt an Pierres Hinterrad dran, der fährt auch deutlich schnellere Runden, der ist fast eine Sekunde schneller gewesen, 0,9 Sekunden. Sieht auch, alter, Yuki ist deutlich langsamer als die anderen. Uiuiui, alter Schwede. Okay, ich habe gesagt, die kommen da nicht mehr ran. So, Sainz geht jetzt vorbei. Aber Yuki fährt nur eine 1,47. Verstappen, Leclerc 1,45,3, 1,45,5. Also 1,5 Sekunden holen die da auf. Oh, Ferrari hat gerade einen Platz aufgeholt. Ja, ich meine, wir können bei den Reifen ein bisschen pushen. Ansonsten haben wir nicht so viel Spielraum bei Pierre. Yuki auf Platz 3 hat aber nach hinten echt massig Zeit, also werde ich erstmal so bleiben. Das ist übrigens der weitere Verlauf des Wetters, also wir werden weiterhin durchgehend auf Wets unterwegs sein. Lewis Hamilton ist jetzt an Yuki Tsunoda dran. Und auch Leclerc ist nicht mehr so weit weg, wir sind in Runde 32 von 52. Wir haben halt mit dem einfach nicht die Pace. Ich meine, wenn der nicht jetzt auf Mercedes, aber auf die beiden dahinter 1,5 bis 1,7 Sekunden verliert, was soll man da machen? Ich könnte mit dem natürlich pushen und fährt immer ein gewisses Risiko mit. Vielleicht können wir an Hamilton dranbleiben, bei Gasly hat man jetzt auch gesehen. Ich habe mit dem ja ein bisschen gepusht, dass der mit Sainz auch nicht mithalten konnte.
Boah, es ist gerade aber auch richtig nass hier. Starkregen, 6 mm Wasser auf der Strecke. Yuki Tsunoda habe ich jetzt mal bei den Reifen ein bisschen pushen lassen. Steht auf aggressiv. ERS, neutraler Einsatz. Bislang kann er sich ganz gut vor Hamilton halten. Leclerc hat jetzt aber auch die Lücke geschlossen. Ist da gleich an Hamilton dran, aber ist natürlich so nass. Wird also nicht einfach zu überholen. Wir haben jetzt aber das Problem, dass wir hier Überrundung haben. Ja, jawohl, hat Norris gut Platz gemacht für uns und sich dann schön eingeschert, dass Hamilton aufgehalten wird. Gut, dafür war es bei Latifi genau andersrum. Der hat uns dann ausgebremst, weshalb Hamilton jetzt wieder etwas näher rankommt. Leclerc, oh, der scheint ziemlich gut durchgekommen zu sein. Clear, Yuki, clear. Reifen werden warm. Na, eigentlich spricht das doch dafür, dass. Ja, sagt Pierre auch, dann gehen wir auf Standard. Eigentlich spricht das doch dann dafür, dass die Strecke trockener wird oder nicht, aber das ist nicht wirklich der Fall. Ist geringfügig. So, die Strecke ist jetzt feucht, heißt, wir sind unter 4 mm. Aber ganz ehrlich, ja, es nimmt noch weiter ein bisschen ab. Dann wird es aber wieder mehr, bevor es am Ende wieder ein bisschen runter geht, aber. Es reicht mir nicht, um auf Inters zu gehen. Das macht, glaube ich, überhaupt keinen Sinn. Ob die KI das vielleicht anders macht, weiß ich nicht. Onboard befinden wir uns gerade bei Charles Leclerc in Runde 42. Der fightet des Öfteren hier mit Lewis Hamilton. Und das kommt uns natürlich zugute. Die beiden haben es bislang noch nicht geschafft, an Yuki Tsunoda vorbeizugehen. Tsunoda hält die quasi immer weiter auf. Mit Gasly haben wir gleich sogar einen Boxenstopp for free. Ja, aber schnellste Rennrunde wird, denke ich mal, nicht drin sein, denn ja, auf solch nasser Strecke, ja, macht das jetzt keinen Sinn. Sonst auf trockener Strecke hätte man natürlich noch mal überlegen können, wenn wir gleich einen Stopp umsonst haben, mit Gasly noch mal auf die schnellste Rennrunde zu gehen. Aber die hat aktuell Hamilton. Weiß ich nicht, zu welcher Zeit das jetzt war, aber das werden wir natürlich, wie gesagt, bei nasser Strecke wohl nicht mehr hinkriegen. Ja, ziemlich einsames Rennen für Pierre Gasly. Nach vorne 10 Sekunden, nach hinten über 20. Sainz auch vorne, sehr einsam als Sieger. Aber ja, sofern Gasly das nicht vor die Wand fährt, werden wir Zweiter. Und bei Yuki wird es natürlich noch ein spannender Kampf hier. Auch Max Verstappen kommt unaufhaltsam näher. Wir können ja mal die Rundenzeiten vergleichen. Max Verstappen mit einer 1,449 und Yuki Tsunoda, ja, 1,7 Sekunden langsamer. 1,46,6. Aber zu überholen auf komplett nasser Strecke ohne DRS ist natürlich noch mal was anderes. Aber so viel schneller wie der ist, sollte der das eigentlich schaffen? Es ist schon wieder passiert. Ich glaub's ja nicht. Da ist er, Yuki Tsunoda, blockierende Räder. Es war jetzt für seine Verhältnisse nicht schlimm, aber hat ihm 3 Plätze gekostet. Wir haben nach hinten 32 Sekunden Lücke. Komm, wir riskieren nochmal mit Yuki. Ja, ob wir da 3 Sekunden nach vorne nochmal zufahren können? Ach Mist, er hätte halt aufs Podium fahren können, aber hat selber weggeworfen. Das ist schade. Ja, ich habe es ein paar Runden versucht, aber er hat einfach nicht die Pace wie die anderen Autos. Von daher sind wir mit Platz 6 zufrieden. Wenn es so weiterläuft, wären wir Zweiter und Sechster. Das ist natürlich herausragend gut. Aber wir hätten sogar Zweiter und Dritter werden können. Ja, Max Verstappen. Entschuldigung. Max Verstappen hat es inzwischen geschafft, hier Lewis Hamilton mal easy abzuhängen, kommt aber bislang immer noch nicht an Charles Leclerc vorbei. Carlos Sainz gewinnt hier erneut. Ich glaube, 2 Siege hintereinander, wenn ich mich nicht geirrt habe. Und Pierre Gasly steuert hier auf Platz 2 zu, während es jetzt wieder strahlenden Sonnenschein hier gibt. Also genau passend das Rennen beendet. Ja, wir kommen auf P. 2 und P6 hier ins Ziel. Das sind mal wieder fette Punkte. Wir holen auch wieder deutlich auf Mercedes auf. Und ja, alle anderen sind eigentlich hinter uns sowieso gerade keine Konkurrenz. Das ist ein tolles Podiumsergebnis. Das Team ist rundum glücklich. Yes, das nächste Podium Der für Franzose war Pierre. heute in tadelloser Form und hat dieses Podium-Finish absolut verdient. Ja, kann ich mich nur anschließen.
Gut, dass wir dich vertraglich lange gebunden haben, du absoluter Topfahrer. Ja, Positionsgewinne, da waren wir hier auch absolut top. Stimmt, wir sind von 8 und 9 gestartet und am Ende auf 2 und 6 reingekommen. Klar, man muss sagen, wir haben von der Dämlichkeit der KI profitiert. Ja, ein 32-2, beste Runde. Würde mich ja mal gerade interessieren, wo das gewesen ist. Okay, es war tatsächlich bei trockenen Bedingungen. Also, man weiß hier ja nie. Nee, alles andere wäre auch unrealistisch gewesen. Das stimmt schon. So, wir sammeln 26 fette Punkte. Okay, ich hatte gerade gar nicht mehr so auf dem Schirm. Sergio Perez, ja, wahrscheinlich, weil er noch einmal in die Box fahren musste. Ja, drei Boxenstops nur auf Platz 9. Das ist natürlich sehr schlecht. Carlos Sainz geht jetzt an seinem Teamkollegen Charles Leclerc vorbei mit einem Punkt. Ja, die beiden Ferrari enteilen gerade Red Bull so ein bisschen. Ja, selbst hier, Alter. Sergio Perez hat gar nicht mehr so viel Vorsprung vor Pierre Gasly. Kann er da sogar noch Platz 4 in der Fahrer-WM angreifen? Yuki festigt seinen Platz 9. In der KWM sind wir jetzt bis auf einen Punkt dran an Mercedes. Wir jagen jetzt Mercedes. Es hätten durchaus ein paar mehr EP sein können für Pierre Gasly. Ich meine, man wird ja nicht einfach so Zweiter, aber okay. Gut, ich muss meinen, der musste natürlich nicht so viel racen und overtaken und sowas. Boah, das kostet erstmal wieder ordentlich. Wir kommen gerade. Nicht so richtig zu viel Knete, muss ich gestehen, ne? Ja, vielleicht muss ich dann doch mal beim Sponsor nochmal richtig dicke Ziele hier festlegen. So, erstmal den Entwicklungspunkt von Yuki. Stecken wir mal in Reaktion. Gucken mal beim Personal. Ja, da haben wir hier auch wieder was. DRS-Delta. Pierre-Amelin auch. Alter, Kommunikation, ja. Das müsste echt mal verbessern. Gut, die anderen beiden haben nichts gekriegt. Wir haben noch vier. Wir haben ja vier Scouts. Die sind alle untätig. Die könnte ich auch mal wieder Sachen scouten, ne? Wir gucken uns einfach mal nach Renningenieuren um, die Interesse haben. Warum nicht? Ich meine, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie lange die jetzt hier noch Vertrag haben, insofern die offen für Verhandlungen sind. Die älter Aston Martin hat richtig gute Renningenieure zumindest. Das wäre doch für euch ein Upgrade, wenn ihr mal bei einem guten Team angestellt seid. Also kommt auch einfach zu uns. Boah, ja, wir haben hier sehr viele. Christopher Hayes. McLaren auch. Ja, scouten wir die mal. Voting von Frederik Vesti abgeschlossen. Jack Doohan, Mick Schumacher, Alex Albon. Ah, Thema Scouting. Ja gut, hatte ich gerade gar nicht mehr auf dem Schirm. Deswegen sind die Scouts jetzt verfügbar. Ich habe einfach so mal in die Scouts reingeguckt, ohne dass ich die Mails jetzt gesehen hatte. Alex Albon hat noch, ach so, nur noch 6 Monate Vertrag. 6 Millionen verdient er. Was hat der für Wachstumspotenzial durchschnittlich? Aggression niedrig. Das wäre natürlich vielleicht mal so eine Safe Hand im Vergleich von Yuki Tsunoda. 26. Alex Albon, muss ich sagen, finde ich auch ganz cool. Ansonsten können wir ja hier mal gucken. Ich glaube, ich mache das mal so. Jack Doohan, den hatten wir gescoutet, richtig. Auch 6 Monate. Läuft aus bei Prema Racing. 19 Jahre, 73, auch nicht schlecht. Ich meine, klar, das Talent schlechthin ist wahrscheinlich eh. Oscar Piastri, Reibungslosigkeit 42 und aggressiv. Würde ich jetzt erstmal ein bisschen Abstand von nehmen. Mick Schumacher. Was kann denn Mick? Micks Vertrag läuft auch aus. Alter, der verdient ja gar nichts. Moral niedrig. Warum? Läuft nicht bei dir im Team wahrscheinlich. Ja, gut. Pace-technisch, da müsste Mick natürlich noch zulegen. Der ist relativ beständig. Ja, ganz passabel, aber jetzt auch nicht so überragend, ne? Ja. Ja, ihr könnt ja auch gerne mal eure Meinung in den Kommentaren kundtun. Wie ihr das Ganze seht, was wir so fahrertechnisch auf Dauer machen sollen. Pierre Gasly ist ja, sage ich mal, safe als unsere Nummer 1, gerade nach den jüngsten Leistungen. Ja, würdet ihr gerne auf Dauer Yuki bei AlphaTauri sehen? Oder sollen wir ihn ersetzen? Und wenn ja, dann schlagt doch gerne mal vor, wen ihr hier im Cockpit sehen möchtet.
Da werde ich dann natürlich auch, je nachdem, ob das Sinn macht und wie ich das empfinde, aber auch gerne darauf eingehen und mich da von euch inspirieren lassen. Ja, das war es soweit für heute erstmal. Beim nächsten Mal sind wir dann in Österreich auf dem Red Bull Ring. Das ist dann genau das Halbzeit der Season, Rennen 11 von 22. Und ich hoffe, das Video heute hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, wenn es heißt, Mr. Luke zockt F1 Manager 22. Bis dahin macht's gut. Ciao.